Es ist mittlerweile Mitte Juni. Seit dem 3. April ziehen sie uns nun schon in ihren Bann. Die Kanarischen Inseln. Von Portimao aus erreichen wir La Graciosa. Auf Lanzarote besuchen wir Arrecife, Calero und die Marina Rubicon. Auf Fuerteventura machen wir in Gran Tarajal Station, bevor wir nach einer stürmischen Überfahrt Las Palmas de Gran Canaria erreichen. Auf Teneriffa besuchen wir Santa Cruz und nun nehmen wir euch mit nach San Sebastian auf La Gomera. Mit einem Augenzwinkern sagt man hier, die Leute auf Teneriffa haben den Teide, aber wir auf Gomera können ihn sehen. Fiesta San Juan, Johannistag. Es ist die Feier der Sommersonnenwende, bei der schon die Ureinwohner La Gomeras den Göttern für eine gute Ernte dankten. Heute schmückt man die Straßen mit kunstvollen Bildern aus bunten Steinen. Direkt am Fährterminal mieten wir uns ein Auto, um die Insel individuell zu erkunden. Heute haben wir eine besonders tolle Rundfahrt. Diese Straße hier hoch bis zu dem Naturschutzgebiet hier. Dann sind wir hier abgebogen in diese kleine Straße rein. Hier. Und da kommt man dann wirklich in diesen Dschungel. Den werde ich euch gleich zeigen. Da ist Dschungel. Lorbeerwald, so wie man sich das vorstellt. Jetzt durch hier runter, hier durch diese gigantischen Täler durch, nach Las Rosas, Agulo und dann hier über die Hauptverkehrsstraße wieder zurück. Hier sind tolle Tunnel gebaut, die Straßen sind übrigens hervorragend ausgebaut und dann sind wir wieder nach San Sebastian zurück. Alle Klimazonen haben wir durchfahren. Da oben sind teilweise nur 14 bis 16 Grad maximal. Wir waren da oben natürlich in den Wolken und die Bäume sind grün, die Sträucher, die Farne sind nass, feucht, fantastisch.
Der Rock de Agando ist ein 1251 Meter hoher Felsturm und besteht aus Phonolith. Phonolith ist erstarrtes Magma. Der ursprüngliche Vulkanberg ist durch Erosion in den Jahrtausenden verschwunden. Das im Vulkanschlund erstarrte Magma, das Phonolith, bildet nun eines der Wahrzeichen der Insel La Gomera. Der heimliche Star dieser unglaublichen Naturwunder ist und bleibt für uns aber der Teide. Der Lorbeerwald. Das Wasser sammelt sich hier unten in den Blättern. Die Felsen sind unglaublich spröde. Das Zeug ist dann hier runtergekommen und liegt jetzt hier. Das splittert sofort auseinander. Das ist ganz weiches Material. Da. Das geht also total schnell auseinander. Und daher haben die auf den Straßen hier auch ständig Steinschlag. Die nicht zu steilen Geländeflächen werden für Bananenplantagen genutzt. Die kleineren, äußerst schmackhaften Bananen werden leider, nachdem 1995 der Sonderstatus der Kanaren in der EU ausgelaufen ist, nicht mehr exportiert. Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse und Wein spielen wirtschaftlich nur eine geringe Rolle. Einen gewissen Wohlstand sichert man auf der Insel durch sanften Tourismus. Ein echtes Problem für die Inseln sind die immer wiederkehrenden Waldbrände. Je nach Wetterlage facht der Wind die oft durch Unachtsamkeit oder Vorsatz entstandenen Feuer an. In dem unwegsamen Gelände helfen da nur noch Löschflugzeuge. Und 1984 kamen 20 Personen in den Flammen eines vergleichsweise kleinen Waldbrandes ums Leben, als sich plötzlich die Windrichtung änderte und so die Menschen keine Chance hatten, den Flammen zu entkommen. Eine Kommunikation auf große Entfernung, über Schluchten und Täler hinweg, ermöglicht die berühmte Pfeifsprache El Silbo.
Diese Art der Verständigung hat eine lange Geschichte und wird nicht nur hier auf La Gomera, sondern auch, und das ist nicht so bekannt, auf Teneriffa gepflegt. Auf La Gomera ist El Silbo sogar an den Schulen Pflichtfach. La Gomera ist für uns ein absolutes Highlight der Reise. Es ist ja eine relativ kleine Insel. So benötigt man vielleicht nur 2 oder 3 Tage Zeit, um die spektakulären Spots mit dem Mietwagen bequem abzufahren. Die Vulkanlandschaft mit ihren durch Erosion geformten Tälern und Schluchten lassen uns immer wieder in den bekannten Landschaftsrausch verfallen. La Dama. Eine verlassene Industrieanlage, die 1904 bis 1970 Bananen und Fisch verarbeitet haben. Für uns Segler sei noch vermerkt, dass natürlich der beste Ort zur Erkundung der Insel San Sebastian ist. Die Laguna de Santiago, nahe dem kleinen Flughafen, und natürlich die spektakuläre Bucht vor Valle Gran Rey eignen sich, je nach Wetterlage, aber auch sehr gut für eine Zeit vor Anker. Aufgrund der häufig und plötzlich auftretenden Fallwinde würden wir jedoch das Boot dort nicht ohne Crew länger zurücklassen wollen. Nicht vergessen sollten wir aber die kleinen Protagonisten in Flora und Fauna, die die Ausflüge so lebendig machen. Manche Ausblicke erinnern mich an meine Landschaften auf der Modelleisenbahn. So könnten wir noch Stunden den herrlichen Fotos und den Videoclips widmen. Allein es sprengte den Rahmen einer solchen Berichterstattung. Gute 2 Wochen liegen wir nun schon in Gomera und genießen die Insel und die schöne Marina in San Sebastian. Wir liegen zwischen den großen Motorbooten der Hochseeangler, die täglich draußen vor der Insel die großen Tunas und Schwertfische jagen. Es gibt sehr strenge Regeln, diese wunderbaren Großfische zu schützen. So kommt es, dass die Tiere nur gefangen, vermessen, gewogen und fotografiert werden, bevor man sie wieder freilässt. Uns kommen aber Zweifel, ob das eine zu unterstützende Freizeitbeschäftigung sein kann. Die Zeit vergeht wie im Fluge.
Es ist für uns hier sehr interessant, das Wetter in der Meerenge zwischen Teneriffa und La Gomera von hier aus zu beobachten. Jetzt im Juni erleben wir oft zu unterschiedlichen Tageszeiten die Accelerations, also Windbeschleunigungen. Wir haben sie auf See ja schon ausgiebig genießen dürfen. Diese räumlich oft scharf begrenzten Starkwindfelder findet man hier zwischen den Inseln regelmäßig. Sprich, die Vorhersage von etwa 20 Knoten in Böen, rechnet man mal locker 15 bis 20 Knoten drauf, dann stimmt's etwa. Es ist 7:15. Ich komme gerade aus dem Hafenbüro und habe unsere Eintrittskarten zurückgebracht. Es ist ganz leichte Tagesdämmerung schon zu sehen und haben Wind, na, ich schätze mal so 10 Knoten haben wir bereits und wir bereiten jetzt das Schiff vor und wollen auslaufen. Die Sonne geht überm Täder auf. Da ist diese Fischfabrik und da hinten sind auch die Bananenplantagen. So, wir sind jetzt am südlichsten Zipfel von La Gomera angekommen und begeben uns jetzt direkt Kurs auf La Palma. Tja, aber es ist schon ganz schön Welle gekommen. Der Wind kommt allerdings aus genau der verkehrten Richtung, extrem unterschiedlich zum Wetterbericht. Der Wetterbericht hat genau die andere Richtung angesagt. Jetzt haben wir hier hinter der Insel Südost. Und wir müssten eigentlich Nordost haben. Gut, wir werden mal sehen, wie sich das hier vorne ändert, wenn wir um die Insel rum sind. Hier ist das Ende zu sehen. So, jetzt sind wir in dem Windfeld drin. Wir haben gute 22, 23 Knoten. Das Ganze ging von einer Minute auf die andere, wie das hier auf den Kanaren so üblich ist. So, der Wind scheint sich jetzt hier so bei 22 bis 24 Knoten einzupendeln. Wir haben ein kleines Segel, Reff im Großen und Reff in der Genua. Das Boot läuft mit 6,7 Knoten über Grund. Es ist vor allen Dingen ein bequemes Segeln, weil das Boot doch recht aufrecht segelt. Wir sind immer wieder erstaunt, wie ausgewogen das Boot insgesamt ist. Es ist eine Frage der Segelfläche natürlich, ganz klar, und wir reffen relativ früh. Damit haben wir hier ein bequemes Segeln
und kriegen nicht immer den Hintern nass. Wir sind jetzt auf dem Weg von Gomera nach La Palma und sind glücklich, ein kleines Cockpit zu haben, denn das kleine Cockpit ist bei der Welle jetzt doch sehr, sehr von Vorteil. Wir können uns gut abstützen. Wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwie durch das Cockpit fliegen. Tolle Sache. Im Hafen ist es manchmal so ein bisschen lästig, dass man sagt, ah, schöner wäre doch jetzt so ein großes Cockpit mit einem großen Heckeinstieg und so weiter. Und man schimpft über die beengten Verhältnisse, so wie die Petra gerade selber sagt. Aber jetzt auf See ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Und ihr seht, wie das wackelt hier. Gerne haben wir den Ratschlag unseres netten Stegnachbarn in San Sebastian angenommen, der uns dringend von einem Besuch der Marina in Santa Cruz de la Palma abgeraten hat. Fahrt doch lieber nach Tazacorte auf der anderen Seite der Insel. Da liegt man ruhig und ihr könnt Santa Cruz immer noch mit dem Auto besuchen. Ein freundlicher Mariniero empfängt uns am Liegeplatz. Es scheint nicht viel los zu sein in der Marina. Die Leinen sind noch nicht ganz fest, da kommt auch schon Guardia Civil an Bord, um Personalien und Bootspapiere zu dokumentieren. Palma. Der vollständige Name ist eigentlich La Isla de San Miguel de la Palma. Ein echter Zungenbrecher. Es bleibt im Sprachgebrauch beim schlichten La Palma. Sie ist geologisch eine der jüngsten Inseln der Kanaren und ist mit über 40% Waldbedeckung auch eine der grünsten. Dadurch entstand auch der Name Isla Verde, grüne Insel. Für uns ist sie aber deshalb ein Kleinod im Atlantik, weil sie vom Massentourismus noch weitgehend verschont geblieben ist. Wir sind voller Spannung, die Insel zu erkunden und freuen uns darauf, euch in der nächsten Folge wieder an Bord begrüßen zu können. Vielleicht gebt ihr uns ja einen Daumen hoch oder sogar ein Abonnement. Dann seid ihr auf jeden Fall wieder dabei, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.